Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Marvels Spider-Man 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. So, Sandman haben wir eingekerkert. Jetzt gucken wir mal, was hier ist. Achso, steckt einer im Sand fest. Okay. Solange es nicht mehr ist. Jetzt schon. Danke. Spider-Man, der Chief braucht dich. Aha, ist das der da? Spider-Man, hast du Zeit? Wo? Was? Oh Gott, Moment, das war jetzt, hier. Irgendwo, irgendwie da. Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Was bitte? Was müsst ihr? Räume das Hindernis. Ah. Okay. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Keine leichte Aufgabe. Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Seit 2 Minuten oder so. Ha. Na dann, alles klar, Genki. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar. Hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Okay, na dann. Okay. Ab dafür. Was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Sind da. Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. FRND. Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du? Haha! Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Hä? Drohne starten. Okay, also ich kann nichts machen. Ich kann nur die Drohne starten. Okay. Ach so, ich muss jetzt fliegen. Oh Gott. Alter, wie ist denn die Steuerung? So, okay. Huh. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Okay. Neisenstein. Aufstieg. Stufe 1 auf Stufe 2. Geil. So, Fertigkeitspunkte. So, wie ist das eigentlich mit den Fertigkeitspunkten? Sind die getrennt voneinander? Also sowohl Spidey als auch Miles? Oder kriegen die zu... Oder ist das zusammen? Oder hier da unten, wie ist denn das? Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu erlernen. Okay. Das ist der gemeinsame Fertigkeitenbaum. Er enthält Fertigkeiten, die beide Helden nutzen können. Jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitenbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitenbaum. So. Spider-Peitsche. Okay. Ein Angriff, der mehrere Gegner in einen Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gib deinen Fertigkeitspunkt aus, um diese Fähigkeit zu kaufen. Okay. Du hast die Spider-Peitsche gekauft. L1 und X. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzliche Fertigkeitspunkte, indem du Missionen abschließt und Gegner besiegst. Okay. Moment, Fähigkeiten. Achso, hier. Hier kann ich die. Okay, ist klar. Hier haben wir den Venom-Schlag. Gut, den Rest haben wir noch nicht. Gut. Okay. Da, eine Verbrechensmeldung. Na los, auf geht's. Na los.
Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Na los, aufladen! Och nö. Waffendiebstahl? Nicht mit mir! Halt dich an den Plan! Ich bin nicht rund! Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? Wow, alles okay, Mann? So, komm hoch hier. Ich werde eine Petition starten, Mann, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Das war komm mal her hier. Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Hey, oh, geil, Alter. Gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Geil, geil, geil. Nimm mal das Ding her. So, komm mal her hier, du musst doch was an den Kopf kriegen. So, bastet. Ruhe im Karton. Sehr schön. Das waren viele. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Okay. Verhindere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Navigiere zum Höhenfluggerät. Mhm. Gib Technikteile aus, um den Höhenflug zu kaufen. Wirf mehrere Gegner in die Luft, um sie anfällig für Luftkombos oder zu Bodenreißen Angriffe zu machen. Aha. Okay. Bitte. Du hast den Höhenflug erhalten. Besiege Gegner für die Chance, einen Geräteschuss zu verdienen. Mhm. Gut, das kennen wir auch noch aus den alten Teilen. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Ah. Leute, meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Eine Minute. Melde mich. So, okay, in der Zeit vermöbel ich ein paar Leute. Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht, Mike. Nur konzentriert. Mag Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Okay, natürlich. Ah ja. So, komm her, Freundchen. Und gute Nacht. Ach, da ist ja noch einer. So. Und gute Nacht. Jetzt Ruhe? Okay. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Mhm. Okay. In der Nähe, sagt er. Das ist ein Kilometer weg. R2 und X gedrückt halten. Aufgeladener Sprung. Okay. Jo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich habe Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd. Tragisch. Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Okay. Alles klar, Genki. Machen wir. So, hier ist aber auch überall Sand. Ist ja unglaublich. Hoppa.
So, hoch da mit dir, Miles. Achso, nee, eins weiter noch. Irgendwo hier. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Achso. Weg, ne, wegspülen. Okay, ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Alles klar, machen wir. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerk-Drohne? Na dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität. Okay. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Okay, jetzt wird's wieder lustig. Dann los. Oh Gott. Wo? Hat das eigentlich irgendwas, also bewirkt das irgendwas, wenn ich mich da besonders anstrenge bei den Flügen? Das wäre nochmal interessant zu wissen. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Stimmt, die Netzflüge, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, ey. Aua, 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 aua. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? Überraschung. Schlüssel weg. Da vorne gibt's einen Schlüsseldeal. So viele Typen für einen Transporter? Ah. Das ist doch übertrieben. Ich habe ein Geschenk für dich, Spidey. Ja, nee, lass mal. Von dir will ich keins. So, friss das. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn dein Spinnensinn rot wird, um auszuweichen und automatisch ein Netz zu schießen, okay? Ja. Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Feast. Oh, hast du schon Mr. Sumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, Ma. Versprochen. Muss los. Ja, beim Moment ist, ne? Ist gerade ein bisschen stressig, Mom. Es reicht. Zeit für die schweren Geschütze. Geschütze? In der Luft. Komm mal her, hier. Komm her. So. Was das? Oder will noch wer einen Nachschlag? Natürlich. Warum frage ich überhaupt? Pariere es kurz vor einem Nahkampftreffer, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Hm, okay. Ach so. Moment. Oh. Stimmt, wenn ich jetzt erst Parade ist ja. Das ist ja was völlig anderes. Das gab's im letzten Teil noch nicht. Also da müsste ich mich sehr schwer irren. Komm, lass mich. Erschieß die Spinne! Bester Rat! Guter Winkel! So, komm mal her, ja. Und räum's. Wo jetzt? Okay, hab die App aktualisiert. Jo. Check das mal. Coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Aha, so, auswählen. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Aber sie scheitert. So. Wo ist es? Da. Hey, Hallöchen. Spider-Man! Rette uns!
Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Untersuche den Kristall. Aha. Der ist doch von Sandy, oder nicht? Hä? Hast du nicht genug, Marco? Wie kann das denn sein? Miles, MJ hier. Wolltest du mich mal melden? Ich kämpfe gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Raft. Er sitzt vor mir. Aber ich habe so eine Ahnung. Moment, lass mich mit seinen Ärzten reden. Ah, oh nö, lass das. Aua. Das tut doch weh. Jetzt bin ich echt sauer. Jo. Hab mit den Ärzten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Ärzte meint, Marcos Geist sei zersprungen. Also, buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aha. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Okay. So, was nu? Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Kristall zerbrechen. So. Ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Hm. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerung zu sein. Nur großartig drehen kann ich ihn jetzt nicht. Na gut. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Mhm. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Okay. Machen wir doch glatt. So, okay. Abflug. Ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein! Du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, hm. Das ist richtig. Oh, halt, Moment. Ach nö, die schon wieder. Hey, bleib weg von der Limo. Paparazzi sind schlimm genug, aber Paparazzi mit Waffen. Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Alter. Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Mensch, lasst mich. Komm her hier. Mann, Feier. Oh. Okay, der Move ist neu. Den kenne ich noch nicht. Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Achso, Moment. Nee, halt L1R1 so und ziehen. So, wen haben wir denn da? Natürlich. J. Jonah Jameson. Das muss ich Spider-Man sagen. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man. Du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Ich bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme. Von links. Hey, Spider-Man. Guck mal, wer da ist. Was? Wo bin ich? Spider-Man! Jonah, mein Sonnenschein. Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann. Mach ein Foto davon. Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef. Manches ändert sich nie.
Oh. Ah, die hohle Nuss, Alter. So. Ja, ja, ja. Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin, habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Krass, ich hab's wirklich getan. Okay. Ah, immer wieder lustig. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Hm. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und das wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Ah, so, Moment, was jetzt? Eins nach dem anderen. Hey, tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt. Zeig mir New York. Aha. Okay, dann wollen wir ihm mal New York zeigen, würde ich sagen, ne? Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. So, für jetzt ist erstmal wieder Feierabend, zumindest auf YouTube. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und vor allen Dingen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.